Hallo Leute, mein Name ist Ole, das ist Norm und ihr seid bei Fakt ab. Diesmal haben wir wieder ganz viele verrückte, fantastische Fakten für euch, diesmal zum Thema Freihandelsabkommen. What the fuck? Fakt ab! Kommt ja gerade auch immer mal wieder in den Medien vor. Freier Handel, Chlorhühnchen, viel Zaster, aber was ist das eigentlich? Grundsätzlich geht es um das transatlantische Freihandelsabkommen, kurz TTIP, zwischen der Europäischen Union und der US of A. So viel ist aber noch nicht unter Dach und Fach, es wird ja immer noch verhandelt. Deswegen haben wir jetzt mal einen kleinen Rundumschlag für euch. Oh, Fakt 1. Das transatlantische Freihandelsabkommen ist ein Vertrag zwischen mehreren Staaten. Dieser Vertrag soll dann das wirtschaftliche Handeln zwischen den Ländern nicht nur erleichtern, sondern auch fördern. Die Länder werden zu einem einheitlichen Zollgebiet und gehen somit eine wirtschaftliche Ehe ein. Im Idealfall heißt das denn freier Handel ohne Stolpersteine. Fakt 2. Die USA und die Europäische Union haben ja jetzt schon enge Handelsbeziehungen. Sie tauschen Tag für Tag 2 Milliarden Euro wert an Gütern und Dienstleistungen aus. Aber Russland und Asien sind starke Konkurrenten. Und das Problem bisher, Unternehmen aus Europa oder den USA waren bislang zu sehr von dem jeweils anderen Markt ausgesperrt. Warum? Wegen unterschiedlichen technischen Normen, Sicherheitsstandards oder Wettbewerbsvorschriften. Das Ziel mit diesem Abkommen, USA und EU wollen sich im Wettbewerb mit aufstrebenden Ländern wie China, Indien oder Brasilien stärker aufstellen. Fakt 3. Mit dem Abkommen würde die größte Freihandelszone der Welt entstehen. Laut Experten würden wir sogar Europa 120 Milliarden Euro mehr wirtschaftlichen Zuwachs erlangen. Außerdem sagen sie, es wären sogar 400.000 neue Arbeitsplätze drin. Manche gehen sogar von 1 Million aus. Fakt 4. Es gibt aber auch jede Menge Kritiker, vor allem in der Europäischen Union. Im Netz existieren sogar einige Petitionen, die schon über hunderttausende Unterschriften zum Stopp des Freihandelsabkommens gesammelt haben. Streitpunkt 1. Der Ami findet zum Beispiel den französischen Roquefort-Käse ziemlich schlimm, denn da ist ja Schimmelpilz drin. Der Europäer kommt dagegen dann nicht mit dem US-Hühnchen klar, denn das wird in Chlor gebadet, also ein Chlorhühnchen. Außerdem schwierig für europäische Verbraucherschützer, Genfood und hormonbehandeltes Fleisch. Streitpunkt 2. Die Verhandlungen finden mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen statt. Gerade auch die Medien verlangen mehr Transparenz und mehr Infos über die Verhandlungsdetails. Punkt 3. Der sogenannte Investitionsschutz. Das ist eine Regelung, die Unternehmen erlaubt, Staaten unter bestimmten Bedingungen vor einem nicht öffentlichen Schiedsgericht zu verklagen. Zum Beispiel, wenn die Unternehmen durch Gesetze des Landes Gewinneinbußen erfahren könnten. Die Kritiker des Abkommens fürchten, dass ausländische Unternehmen so nationale Standards aushebeln könnten. Fakt 5. TTIP ist nicht das einzigste Freihandelsabkommen. Es gibt schon mehrere auf der Welt, zum Beispiel NAFTA, das nordamerikanische Freihandelsabkommen. Da verhandeln die Amerikaner mit den Mexikanern und den Kanadiern. Auch in Südamerika gibt es sowas. Mercosur, der gemeinsame Markt des Südens. Und nicht zu vergessen, AFTA, das Freihandelsabkommen zwischen den südostasiatischen Ländern. Fakt 6. Für Europa steigt ein Vertreter der EU-Kommission in den Ring und für den großen Bruder über dem Teich verhandelt der US-Handelsbeauftragte. Also ein Mix aus Politikern und Wirtschaftsvertretern. Fakt 7. Die Verhandlungen laufen schon seit Mitte 2013. Aufgekommen ist das Thema zum ersten Mal Ende der 90er Jahre. Ja, und es ist eine sehr sensible Thematik für beide Seiten, denn es geht um eine ganze Menge Geld. Die Verhandlungen werden sich also höchstwahrscheinlich noch eine Weile hinziehen. Wann das Ganze dann umgesetzt wird und in welcher Form, das steht noch in den Sternen. Mehr Infos zum Thema findet ihr im Beschreibungstext und wir würden natürlich auch gern eure Meinung in den Kommentaren lesen. Was haltet ihr von den Abkommen? Gut oder schlecht? Nützlich oder nicht? Lasst es uns wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wochenlange Verhandlungen, schlecht gelaunte Politiker und jede Menge Kompromisse, aber jetzt gibt's ein Ergebnis. In 8 Kapiteln und auf 185 Seiten gibt's jetzt schwarz auf weiß die schwarz-roten Pläne für eine gemeinsame Regierung. Aber was ändert sich jetzt eigentlich für uns konkret dabei? Keine Ahnung.